Servus, liebe TSVler, ich bin's, eure Fitness-Co. Und mir brennt schon eine Frage ganz lange auf der Seele, und zwar: Wie ernährt ihr euch eigentlich? Und dafür würde ich sagen, schauen wir mal, dann zeigen wir schon und ab in die Halle. Sehr gut, jetzt bin ich bei den Allerkleinsten hier und da haben wir auch noch ein paar Eltern im Gepäck. So, was esst ihr denn eigentlich vorm Sport? Eine Breze. Eine Breze. Oder ein Früchteriegel, ja, isst du auch genau. Ganz gerne. Ein bisschen Obst. Ich mag am liebsten Pfannkuchen. Ich am liebsten Pommes mit Ketchup und Mayo und Pfannkuchen ich mag am liebsten Pfannkuchen. Pfannkuchen? Ich ja. Vincent, was isst du dann nach dem Training? Ja, also nach dem Training, da esse ich abends zu Hause und da gibt es immer Brotzeit mit Käse und Wurst. So, Burger, Pommes, Reis, Brot, Fleisch und Schinken. Ich habe immer so. Ich habe vor dem Training heute rotes Curry mit Reis und Hühnchen gegessen und eine kleine Maracuja-Stange habe ich mir gegönnt. Sehr schön. Ich hatte Kartoffelgratin mit Fenchel und Salat und Mineralwasser, ganz einfach. Bei mir gibt es nach dem Training Spaghetti Molisana und ein helles. Ich habe vor einigen Stunden eine Banane gegessen und Studentenfutter. Sehr gut, sehr gesund. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe nämlich gehört, der Sebastian hat was ganz Leckeres vorm Training gegessen. So, schieß mal los. Ich habe mir eigentlich nur ein Vollkornbrot getoastet, eine Scheibe Käse drauf und eine halbe Banane. Das war's. Ja, wunderbar. Klingt gut. So, jetzt haben wir schon einiges mitgekriegt, was unsere TSV-Sportler am liebsten vor oder nach dem Training essen. Endlich darf ich auch. Bei mir gibt's aus der Tupperhöhe gegrillte Spargel und Putenschnitzel. Habt ihr eigentlich noch coole Rezeptideen, was man am besten vor oder nach dem Training essen sollte? Dann postet die doch am besten gleich unter dieses Video, denn unter allen Teilnehmern verlosen wir eine Ernährungsberatung. Also viel Spaß beim Mitmachen und Glückwunsch!